So, was hast du denn jetzt zu sagen? Ja, da sieht immer. Wo ist die Wolle? Ja. Das ist die Frage. Und hier ist damit. Wolle. Oh. Und was will er uns sagen? Das ist die Frage, die wir heute nicht beantworten können. Hallo, willkommen und zurück bei Yoshi's Woolly World. Hallo, liebes Publikum. Ihr könnt uns jetzt Sachen einschicken, was der Mann sagt, und wir werden es einfügen. Werden wir? Ja. Bist ein Arsch. Das kann ich eh nicht machen, aber weil du das in der Folge jetzt erst gesagt hast. Ich weiß. Das ist mir mal gerade so aufgefallen. Nein, das kann man doch in einer Textbox einfach drüberlegen. Ja, das Problem ist aber nur, weil du... Achso, du meinst jetzt eine YouTube-Textbox. In eine YouTube-Textbox. Ah, okay, gut. Ja, das kann man theoretisch machen. Wir werden das auslosen, wir werden würfeln oder irgendwie sowas. Ich habe jetzt ein neues... Also, ich brauchte ein neues Kabel fürs Mikrofon. Das hat zwischenzeitlich nicht funktioniert. Mein anderes, das habe ich irgendwie ramponiert. Und falls jetzt der Ton irgendwie anders klingt oder sowas, liegt das daran. Ja. Oder weil ich den Ton nicht richtig ausjustiert habe oder so eine Geschichte, dann liegt das am Kabel. Ergibt keinen Sinn, ist aber Canon. Also ja. Hier das Ding. Ich mag den Hotdog. Ah ne, das ist eine Rakete. Also ich mag den Hotdog Yoshi. Ja, er mag den Hotdog Yoshi. Also den Hunde Yoshi hier. Ja. Der auf den Hund gekommen ist. Ist das der hier unten? Ich behaupte, der da unten? Mir egal. Er mag ihn jedenfalls. Ist okay, heute ist erstmal irgendwie, yay, you taste me like rainbows. Oder so, ich weiß nicht. Singt das jemand? Ich habe keine Ahnung. Wir haben 78.000. Ja komm, dann machen wir jetzt hier Schnuffel hilft dir. Zweimal. Haben wir denn zwei Schnuffels? Das ist eigentlich mal jetzt interessant rauszufinden, oder? Das ist dieses Wagnis. Warum nicht? Ah. Okay, das funktioniert nicht. Kann auch nur einer Linus haben? Nee, Linus können wir doppelt haben. Aber wenn wir Linus doppelt haben, kriegen wir nichts mehr zustande. Das stimmt. Versteckte Dinge werden sichtbar, ist eigentlich sehr interessant. Kannst nicht in Abgründe stürzen. Stampfer. Ach komm. Ja, ich sag auch, wir brauchen keinen Trikanstecker. Nee, wir brauchen keinen Trikanstecker, das stimmt. Also an sich brauchen nicht, aber wenn wir gratis kriegen, klar. Na ja, gut, gratis nimmt man mit, weißt du, das ist so freundlich. Fly, so high. Okay. Was macht Pucci da gerade mit dem Yoshi? Niemand weiß es. Ich hab... Nix ist links. Hab ich auch gesagt, was? Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass ich hier einen richtigen visuellen Orgasmus kriege. Guck dir, wie geil die Wolken aussehen. Also, hallo. Hi. Ich bin die ganze Zeit über das Spiel am Schwärmen, ne? Und jetzt checkt das endlich. Naja, gut, jetzt kommen auch erst die Wolken. Die sehen ja nur aus wie... Wolken? Wie wirklich Watte eigentlich. Eigentlich sehen sie ein bisschen aus wie Schaum. Habe ich das Geräusch gut nachgemacht? Weiß ich nicht, was für ein Schaum sollte das sein? Espresso-Maschinen-Staum? Weil meine eigentlich Badewanne so, macht nicht... eigentlich war das eher so Sprühsahnschaum. Ah, okay. Hm. Oder halt so, keine Ahnung, Rasierschaum so. Jetzt habe ich Lust so auf Kuchen mit Schlagsahne. Oh ja, wir müssen noch... Oh, noch hast du das noch gut von deinem Geburtstag übrig? Lass mich raten, hast du das immer noch nicht aufgegessen? Ich habe alles aufgegessen. Gut. Nee, den habe ich schon lange nicht mehr übrig. Ich hatte den schon... Also das letzte Mal noch meintest, du hast noch Kuchen übrig. Aber das ist doch gerade mal 1,5 Monate her. Da hatte ich das schon leer gegessen, alles. Oh Gott. Ah, das ist doch nicht zu fassen. Da unten. Naja, ich muss nachher noch einkaufen, dann kaufe ich mir nachher Kuchen und Lidl. Der erste Tod war wieder deiner. Ach, verdammt, ich habe nicht aufgepasst. Ich war jetzt noch beschäftigt mit Kuchen aus dem Lidl. Komm her. Du bist da oben, das Ei. Du vergisst es immer wieder. Na, ne? Ich bin noch gerade beschäftigt, hab ich noch gesagt. Mit Kuchen aus dem Lidl. Du bist ja jetzt nicht nach Lidl gegangen. Ich sollte aufpassen, das habe ich gleich meinen ersten jetzt Tod nicht heute. Nicht nach Lidl gegangen. Oh Gott. Hi. Ich bin das war aber knapp. Ich bin tot. Ich lebe. Oi, oi, oi. Mach nie und dann nie und dann immer weiter. So, da sind auch vorsichtig, die Enten kommen. Ja, das ist kein Problem, jetzt sind sie Herzchen. Da hast du mal wieder gar nichts eingesammelt. Zuckerbaby. Naja, ja, so nennt man mich. Bin ich. Ja, keiner hat irgendwas. Sehr gut. Das war so nicht gedacht. Das hilft uns. Kann ich doch da reinspucken. Ja, naja. Tust doch auch. Will ich doch. Ja, aber es klappt so nicht, wa? Komm her. Das fliegt halt immer weiter nach oben, hab ich. Ja, da musst du jetzt neigen und... Jawohl. Neigen muss ich gar nichts. Das kann ich mit meinem Controller gar nicht machen. Indirekt neigt er sich halt. Ne? Du meinst das Ziel? Die Zielautomatik. Ach so, ja, das hat... Aber da muss ich nicht neigen, das... Nee. Ich hab nicht so eine komische Neigung wie du. Dann neigst du nicht zu, das stimmt. Oh, oho. Du hast es gesehen, du hast es gewusst, du hast es geholt und du hast ich es gekonnt. Ich habe heimlich alles nachgeguckt. Ne, ich habe besser was zu tun.
Was ich gerne zum Beispiel ein Intro für hier Serie einfügen machen. Hä? Das zum Beispiel? Ah. Meinst du sowas Besseres? Das, der Witz wird sowas vor da hinten losgehen in 5 Monaten, wenn ich damit fertig bin. Die Leute das gucken. Ach, das kommt noch 2017. Naja. Vor Christi. Vor Neo Christi. Ja. Vor Neo Christi? Wer ist der Neo Christi? Weiß ich nicht. Der neue Christi. Der Neo Christ. Tian. Nee, noch nicht da rein. Ach, da kann man reingehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, das wäre einfach. Okay, guck, lustiges Bild. Aber so war dem dann nicht. Das wollte ich so nicht machen. Ja, hoch A drücken. Ach, die ganze Zeit. Das sagst du so. Wenn du so eingesunken bist, die ganze Zeit A drücken. Nee. Kannst dann hochspringen. Naja, das sagst du jetzt mit deinem Pro-Controller. Das hat nichts mit dem Controller zu tun. Das kann okay, springen, ja, Sprung die ganze Zeit drücken. Verzeihung. Falsch, falsch, falsch. Mann, nimm du. Ja, du musst gedrückt halten, aber da. Also, ein Stück. Ich kann doch nichts machen, während du. Ich kann doch das nicht machen, wenn doch, ich. Doch, kannst du. Wenn ich von dir gespuckt wurde, bin ich tot. So, ich bin noch ein Ei. Ja, okay, das konnte ich. Das war jetzt ja ein Tod, den du verschuldet hast. So! Ja, das ist. Leider ist es so. Da kennt er nichts. Das ist die Demokratie seiner Erzählung. Demo was? Ja. Demokrakis. So Demokrakis. Oh, wir sind. Demo Simokrakis. Oh, jetzt hier Schmutz. Andy Milonakis. Andy Miloschnake. Das war doch dieser MTV-Junge. Ja, genau. Der war so lustige FBI-Agent und mit seinem Hund die ganze Zeit. Das weiß ich nicht. Also, es war so ein dicker Junge. Ja, auf MTV. Obwohl er da schon über 30 war. Pre-Jontron. Was? Der war doch nicht über 30. Doch. Ach komm, ich hab das Gefühl, wir hatten dieses Gespräch schon mal. Der hat so eine Krankheit, dass der äußerlich nicht altert. Ah, okay, das ist jetzt vieles. Auch der, ich weiß nicht, ob du jemals Hannah Montana gesehen hast. Eigentlich auch eine Kinderserie. Aber und der ihren Bruder gespielt hat, war auch schon 30. Okay. Der hat genau dieselbe Krankheit. Die. Ich weiß nicht, wie die Krankheit heißt, aber es gibt die wirklich. Naja gut, das ist so eine Art Krankheit. So, dass die Zellen halt äußerlich, du bleibst halt einfach äußerlich irgendwie jung. Sehr jung. Dieser Andy Milonakis, der war schon, glaube ich, 34, als er mit der Serie angefangen hat oder sowas. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall nicht so jung, wie er aussieht. Das ist so ein Gendefekt. Wäre lustig, wenn man das vererben könnte. Einfach alles nur mit dem fetten Milonakis kreuzen und dann hätten wir ganz viele Retard-Babys. Sehr gut. Oh oh. Verzeihung. Ich dachte, du reagierst. Wie soll ich denn reagieren? Mitkommen? Ja, okay. Warum? Weil es hier weitergeht? Ja. Aber warum geht es da weiter? Weil irgendwo das Ende sein muss? Ich weiß nicht, wie ich diese Frage wirklich stellen soll. Also. Jawohl. Oh, wie der Regenbogen gerade ewig gebraucht hat. Und warum? Ah, da. Deswegen. Ah, ja. Ah, ja, Stark. Ah, ja. Opa, ja. Hast du es gesehen? Infinite Cloud Protocol. Oi. Was ist denn hier? Bloß die Kristalle, ja? Das heißt, nee, wenn wir alle eingesammelt haben, kriegen wir eine Blume, hoffe ich. Flower me interested. Siehst du? Wow, wir haben 2 Blumen verpasst. Aber ich hoffe, wir kriegen noch die letzte Wolle. Nix hier oben. Wie so ein Typ, der so irgendwie sehen will, ob sein Witz lustig war. Ja, warum nicht? Weil sowas nervt ist? Nein, es kommt drauf an. Okay. Wenn du es richtig einsetzt, ist das super. Ich mach das ja auch. Ist das besser als der Witz? Mach das ja, ich mach auf jeden das Fall ja schon witzig ganz lustig, ne? Hä? Ja. Hi. Oh, Hallöchen. Gott. Da kann man ja gar nicht drauf stehen. Das wollte ich nicht machen. Ich drück mal die falschen Tasten. Autsch. Ich wollte gerade sagen, beeil dich, weil da ist wahrscheinlich die. Oh, lalalala. Oh Mann, mein Gott. Ja, los, lauf. Nimm mich aber mit, falls. Ja, klar, mach ich doch. Zack. Jawoll, eine Blume bei dir. Nice. Nice! Ich habe bei mir schon jawohl gesagt, weil ich dachte, ich habe eine eingesammelt. Habe ich aber nicht. Nee, warst du? Also, habe ich. Haben wir. Ja! Du, 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 ja! Du, du, so lief du, es. Federleicht auf Wattewolken.
Aber was wird das für ein Yoshi? Der Regenbogen-Yoshi. Okay. Na, eigentlich nicht, ne? Der, nee, wie so ein Vogel sieht der auch nicht aus. Das wird dieser, na gut, so ein Pinguin hatten wir ja schon, ne? So ein Werfpinguin, oder? Werfpinguin? Na, die in der Oberlix-Hose. Ach ja, ja, glaub schon. Hier, die, so einer. Genau so welche. Da kann man drauf laufen, auf diesen Pupswolken. Ach so, das ist, so ist das. Ach so, jetzt verstehe ich. Ich dachte, man muss jetzt einfach das Obst abwerfen. Ich bin schon wieder vollkommen raus. Es ist schon wieder Wochen her, ja, ich merke das schon. Aufgenommen haben. Ist wohl wahr. Letzte Woche haben wir gar nicht aufgenommen. Naja, muss ich ja dumm anstellen. Och. Ich hab's dir gesagt. Ja, man, da kam die Nase. Boah, jetzt hast du schon wieder mehr Punkte als ich. Ja, weil... Holst du mal alle. Fly so high. Ladevorgang. Oh Gott, die Gang. Oh mein Gott, die Gang. Sind. Oh Gott. Love you, bitch. Nee, love you, Liebe, ich weiß auch nicht. Schreib das nochmal in Reinschrift, in den Text. Super Druckschrift. Kann ich versuchen, wenn ich es erkenne. Hm. Und das ist jetzt Pucci. Regenbogen-Yoshi, siehst du. Sieht aber irgendwie nicht wie ein Regenbogen aus. Sieht eher so aus wie... Wie so ein Versuch, so ein kleines Kind, das versucht hat, mit Knete so ein Yoshi nachzubauen und keine anderen Farben da hatte. Ja, so in etwa. Ganz genau so. Halt, oh Gott, zurück. Was? Der Mann ist wichtig. Ist er? Ja. Zum Kotzen. Gut, ich glaube, haben wir den Eintrag nicht schon mal gesehen? Zum Kotzen? Ich weiß nicht, ja. Wollen wir jetzt die Folge schon beenden, weil wir sind jetzt bei 13. Nee, wir hatten ja noch ein bisschen Vorlauf, wir mit Controller wechseln und so. Ah ja, stimmt. Also dementsprechend. Ei, richtig. Ei. Ei, Sir. Mutter Gluckhuns-Schloss. Gluckhuns. Glukose. Gluckhuhn. Siehst du, selbst hier hat sich Mario eingeschlichen. Ja, immer. Oh Gott, Bouncy Bills. Hey, hey, Bouncy Bill, er tut immer, was er will, auch wenn es manchmal brenzlig wird für unseren Bouncy Bill. Oh weh, der Hut ist hin. Häng eng. Genau, oben ist, glaube ich, nichts. Nee. Ein Kellerkind, wer war das, was Böses denkt. Kellerkind, wer was Böses denkt? Ach, Mann. Was habe ich denn jetzt so Falsches gesagt? Weiß ich nicht. Okay, gut. Jetzt da ist was, siehst du? Da. Ist was. Mein Gott, der verpasst bestimmt jeder Zweite die Wolle. Ja, eben. Aber wir sind ja die super krassen Secret Hunter. Wir sind die Secret Hunter. Guckst dir mal. Da ist noch mehr. So viel Gold! Die Relic Hunter mit Tier Career, wenn sich noch jemand daran erinnert. Und was für ein Vieh? Tier Career? Du kennst bestimmt doch Tier Career. Das ist eine der heißesten Asiatinnen der 90er. Nee. Na gut. Ich bin nicht ganz so der Asiaten-Fetischist. Das hat ja nichts damit zu tun. Sie war halt auch eine gute Schauspielerin. Okay. Bis sie dann nicht mehr eine gute Schauspielerin war. Ach, meinst du den gelben Power Ranger? Nein! Das war, weiß ich nicht. Die auch eine Asiatin war übrigens, was ziemlich eigentlich rassistisch ist. Das habe ich schon mal erzählt, ne? Ja. Dass auch der schwarze Ranger ein Dunkelhäutiger war und... So waren die halt damals drauf in Amerika. Einfach in der 90er. Ja, das ist aber trotzdem krass. Sich wahrscheinlich so ergeben. Rassismus hat sich so ergeben. Ich wollte das, wollten die das ja auch so? Haben sie gesagt, ja, ich wäre gerne der Gelbe. Oh Gott. Die Gelbe, wie auch immer. Ich wäre gerne der Gelbe, die gelbe Ranger. Ja, kann ja sein. Ja, ich glaube, das. Ach nee, du hast ja den Trick raus. Na, ich hätte jetzt rüber havern können, aber dann hätten wir die Blume verpasst. Zum Beispiel. Das ist nicht schön. Jetzt müssen wir aber den ganzen anderen Kokolores hier nochmal machen. Aha! Oh. Ich glaube, das hatte ich aber beim letzten Mal. Möglichst. Nee. Ja, das sich erinnert, wenn ich alles eingesammelt hätte. Ich hätte mich dran erinnert, ja. Aber wahrscheinlich habe ich es doch gemacht. Jetzt. Mann, wie ich immer beide mitnehme direkt. Das will ich doch gar nicht. Wir wollen doch nach links. Oh Mann! Nimm doch einfach gar keinen von beiden und warte. Will ich doch auch nicht! Ich will auf die Linie hinter dem. Naja, dann warte doch einfach, bis er vorbeigezogen ist. Hier. Ja, der wird jetzt ein bisschen spannend, oder? Oh, so wollte ich das die ganze Zeit machen. Mensch. Und hab verkackt. Na, endlich. Wurde ja auch Zeit, dass du das hinkriegst. Ja, ne, es lag natürlich wieder an mir. Immer. Dem Sündenbock. Ankerplatt. Anker was? Ankerplatt. So sieht's doch mal aus. Guck das hier. War, glaube ich, irgendwas bei Star Wars irgendjemand. Was? Anker was? Ankerplatt. Admiral Ankerplatt.
Ich bin der Meinung, es gab da einen Charakter, der Anker Platt heißt. War okay. Das Star Wars? Weiß ich nicht. Ja, ich bin der Meinung, Anker Platt ist Star Wars. Das ist, glaube ich, der Typ, der mit Obi-Wan in diesem einer in der einen Taverne quatscht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Im zweiten Teil. Im zweiten Teil? Also im beschissenen. Oh Gott. Ach. Das war nicht intelligent. Du hast mich gerade voll runtergedrückt. Alter. Bin weg. Der mit den, der mit den 50 Star, ja, wenn du meinst. Ach! Ich bin oben! Ich bin noch oben. Guck nur, wie hoch ich bin. So. Ich habe gesehen, wie du runter bist. Ja. Hab dich voll runter gemacht. Halt! Hä? Was halt? Rand. Ich halte meinen Rand. Ja, nein! Ich halte den Rand. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht mal die Hände am Controller gehabt. Ich wollte gerade. Nein, ich habe diesmal wirklich nichts gemacht. Ich habe gerade den Rand vom Tisch gehalten, weil du gesagt hast, halt den Rand. Ach, das. Oh, ich habe nicht. Was soll ich gemacht haben? Ins Verderben. Ich habe gar nichts diesmal gemacht. Das erkläre ich dir morgen. In der nächsten Folge von Let's Play Yoshi's Woolly World. Ja. Dankeschön fürs Zusehen. Und an der Stelle sage ich wie immer Tschüss, bis dann. Und er sagt irgendwas anderes. Irgendwas anderes? Das war so klar. Nee, das war auch ein bisschen lame. Entschuldige mich dafür.